Herzlich willkommen auf Delfin TV. Mein Name ist Silke Mara. Ich spreche die Sternensprache, Lichtsprache und übermittle gerne Botschaften in Form von Geschichten. Die heutige trägt die Überschrift Das Segelschiff und das Meer. Das dunkle Wasser liegt still und ruhig vor ihr. Das blasse Mondlicht beleuchtet leicht das Wasser. Wo ist sie? Das Wasser scheint endlos. Ist sie auf dem Meer? Leicht schaukelt sie im Wasser hin und her. Ihre Segel bewegen sich sanft im sachten Wind. Alles ist ruhig. Alles ist still. Sie atmet tief ein und aus. Jedes Mal senkt und hebt sich ihr Bug. Sie ist ein schönes Schiff. Ihr Holzkörper ist glatt und glänzt im Mondlicht. Ihre Segel sind aus feinstem Leinen und die Seile sind stark und unversehrt. Stille ist in ihr. Stille ist um sie herum. Langsam wendet sie sich auf dem Wasser und blickt in die andere Richtung. Dort ist alles dunkel. Es ist die Vergangenheit. Sie wendet sich nach links. Dort leuchtet ein Licht. Sie wendet sich nach rechts. Dort ist ein leichter Lichtschimmer zu sehen. Nun wendet sie sich wieder nach vorn. Sie sieht, dass das Licht stärker wird. Ein roter Lichtschimmer erhebt sich am Horizont. Welche Richtung soll sie einschlagen? In das Licht oder auf den Sonnenaufgang zu? Die Dunkelheit kommt für sie nicht mehr in Frage. Die kennt sie und diese erscheint ihr nicht mehr als Wahrheit. Einige Zeit pendelt sie zwischen Sonnenaufgang und Licht hin und her. Schließlich wendet sie sich dem Sonnenaufgang zu. Ihr Weg ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch etwas zu tun. Sie muss diesen Weg nicht wählen, das weiß sie. Aber sie wählt ihn, denn nur sie bestimmt ihren Weg. Vielen Dank.